Hallo Freunde der Nacht, es ist wieder soweit. Gruselstunde mit Milzi. Hallo Freunde von Retro Retox. Und ja, speziell für euch. Es ist wieder Zeit, Retro Retox. Heute ja. Mit PlayStation. PlayStation 1, muss man auch sagen. PlayStation 1, genau. Vergesst zu sagen, weil wir haben keine PlayStation 3 am Start oder PlayStation 4. Und so, und wir fangen heute mit dem riesigen Knaller an. Resident Evil 2. Ja. Das Spiel war ja auch sogar auf dem Index gestanden. Ja, aber es ist schon lange nicht mehr auf dem Index. Weil es gibt jetzt Spiele, die sind viel brutaler. Ja, mittlerweile kannst du auch alles sehen im YouTube. Ja, und ich mag sie vielleicht. Also es gibt welche, die machen ein Video mit tote Mensch im realen Leben. Ach gut, jetzt bin ich da wieder mit. Da haben wir doch schon einen Podcast gemacht. Nee, aber zu sagen, dass die Index mittlerweile... Aber genießen wir jetzt erst mal das Intro. Danach kommen wir wieder zurück. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. Die wollen etwas Neues erfunden. The Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the affair. The case STARS is so the FBI, thanks to the evidence of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Umbrella. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Das war noch damals Grafik her. Ja. Raccoon City! Jawohl, willkommen! Ah, ein Diner. Da gibt's fettes Burger, oder? Psst, und das Intro jetzt genießen. What have we got here? Zombies! Guy's a maniac! Why'd he bite me? Texaco! Texaco! Ich wollte nicht Texaco das übernehmen. Man, what a mess! What could have done this? What was that? Oh, hey. Zombies! What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move! No! War doch nicht. FSK 18. War doch nicht. Können ruhig. Okay. Da ist noch eine Forschung gewesen. Da wird ich leer. Boah, Headshot. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Sind. Ja. What's going on? I arrived in town and the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. The first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. It's an Ash to talk. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother Chris. That's why. The Judgment Day. And the mail LKW. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you.
Ja, ein Zombie ist auch nicht vor. Boing. You okay? Still in one piece. Keine Arschlöcher. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, das spiele ich, wenn ich. Ja, fuck. Jetzt bist du am Pad, ne? Am Pad. Am Pad bin ich. So, jetzt geht's los. Ja. Achtung, ich renne auch immer in den ersten zum. Max sagt immer. Und ich renne auch in den nach neu. Und jetzt. Dann muss ich ja schießen. Schön blutig auch das Spiel. Ah. Die Atmosphäre damals auch da mit dem. Und die Musik sowieso. Mit der zerstörte Stadt da. Alles brennt und überall Zombies. Apokalypse, das sind sie gut eingefangen. Ja. Achtung, da. Ich glaube, das war auch ein meisterverkaufter Titel, oder? Resident Evil. So, Achtung, jetzt kommt noch eine kleine Sequenz. Jawohl, beim Gunjob. Ein Fun Fact: Der Synchronsprecher von Leon ist auch der Synchronsprecher von Solid Snake bei Metal Gear Solid. Okay. Habe ich auch gelesen. Okay, das wusste ich nicht. Ich höre auf die Stimme dann von mir. Ja, was willst du hier? Hold your fire! I'm a human! I'm a human. Sorry about that. I thought you were one of them. Ja, du verstehst. What's going on in this town? Hold on. Bringt nichts. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. So. Die Szene haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Ja. Das wissen die Zuschauer gar nicht von uns. Nee, aber vielleicht die Zuschauer, wie sind das noch? Nee, ich meine, wir haben da vorhin trainiert, ein bisschen geübt und geguckt, ob die Aufnahme alles klappt. Und ich bin jetzt ein paar Mal gestorben. So, klappt alles. Oh, jetzt wird's brutal. Kann ich den sehen. Oh, zu brutal. lecker. Das war nichts. Noch ein bisschen Ketchup dazu. Oh, Ketchup haben sie genug. Zombies essen lecker. Mensch, auch. So, jetzt. Achtung jetzt. Ah, die Szene ist ja einfach. Ah, die geht. Ja, schnell rennen. Holen wir jetzt erstmal die Munition. Oh! Da brechen sie aus. Wollen ja, aber schnell rennen. Wollen kein Basketball mehr spielen. So. Die Geräusche von den Zombies. Es ist einfach der Hammer. Okay, der ist tot. Kannst du auch die Köpfe drehen, oder? Nee. Oh, jetzt bleibt er da hinten an der Bank. Oh, nicht zurücklaufen, Leon. Genau. Oh. Hui. Versuchen wir mal in die Polizeistation zu packen. Weil in der Polizeistation wird es richtig cool. Ja. Da gibt es eine fette Boss. Ne, der Boss kommt nur noch nicht. Da gibt es auch gar nicht viel Bossgegner in dem Spiel. Nee, aber gut, aber das ist trotzdem ein Boss. Ja. Ein Mensch, der Liga. Das so weit komme ich gar nicht. Nee, du hast die vorher gemacht. Das sag ich ja, der Liga, so weit komme ich gar nicht.
So, Achtung. Voll in der Jawohl. Jawohl, jawohl. So ist das Leben. Die Leben, genau. So, jetzt. Ja, und damals sieht man auch schön die Unterschiede, dass damals war die Zieletreffer noch nicht mal so wichtig, ja, in dem Spiel. Ja, ich habe auf Auto gestellt. Ah, okay. Da kannst du, warte, ich zeig's in der... Oh, den muss ich jetzt auch noch anschließen. Ah, du! Jetzt, gut, noch einmal, ne? Ich hol jetzt doch was Zeichen. Hei, ja, 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 das der noch, böse das Zombie. Noch nicht, das mal noch nicht. Der böse Zombie holt mich. Ich glaube dir, dass in Optionen kann man das anstellen. So, jetzt. Ja, in Tastenkonfiguration, ja. Ja. Du kannst manuell ein Auto. Ja, er war vorhin auf manuell gewesen. Ja, achso, warte mal. Jetzt ist noch bestätige. Ja. So, jetzt. Dann hast du im manuell gespielt. Das war ja nicht im Auto. Aha, haben wir noch was gelernt? Also, Auto heißt, dann tut der Auto Ziele. Und der automatisch dann Ziele. Ja, das gibt auch. Und die Munition, wenn sie leer ist, tut er dann im Spiel die Ade Trilogie, das war auch mit Autoziel. Das war mega. Wir? Was? Die Ade Trilogie. Kennst du nicht? Was ist A? Die Ade. Ah! Ach du? Mit Bruce Willis. Mit Bruce Willis. Bruce Willis? Ja. Art. Kennst du dem Spiel nicht? Das war auf PlayStation 1. Wie heißt das? Die harte Trilogie. Also der Mensch, Die Hard. Ja. Die Hard. Ja, gut. Stirb langsam. Ja. Die Hard. Ja. Ja, da Englisch ist wie der Batman. Ja, die. Ich hab's auch die aus die. Deutsche gemacht. Die Hard. Ja. Die Hard. Auf Deutsch ist Stirb langsam mit Bruce Willis. Ja, stimmt. Jetzt haben wir's. Und da hast du auch diese Autoziele-Funktion gehabt. So, die Szenen haben wir hier geübt. Ja, du musst nur warten. Ja, jetzt wird's halt ein bisschen langweilig, jetzt muss ich die Zombies erschießen. Weil wenn ich hinrenne, bin ich die ganze Zeit gestorben mit der Szene, weil die ist wirklich fucking schwer. Okay, ja, da ist der nächste. Sie dürfen auch. Achtung. Das war sicher da ACDC. Keine Ahnung. Was steht da hinten drauf? Nee. Anil oder Etwohl, Anvil. Keine Ahnung. Der Spieler erfinder von dem Spiel war ja Clap Shinji Mikami. So ist der. Es gibt ja Resident Evil Ends, also 1, das haben wir probiert, das funktioniert nicht auf dem Emulator. Deswegen fangen wir am 2. an, ist sowieso der beste Teil. Ja. Jetzt kommt keiner mehr. Sowieso der beste Teil. Dann gab es noch Resident Evil 3 mit dem Nemesis, wurde ich dann immer der Nemesis verfolgt. Dann kam Resident Evil Code Veronica. Mhm. Kam dann. Danach kam auf dem Gamecube Resident Evil 4, was auch ein richtig geiles Spiel ist. Ist sogar auch eins meiner Lieblingsspiele, Resident Evil 4. Und dann gab es die schlechte Resident Evil 5 und der 6er. Das sind die. Naja. Ah, es gibt noch Resident Evil 7, gibt's auch noch. Ja, und 7, oder? Ja, 7. Resident Evil 7. Ja, das, aber das war nicht so gut. Das ist die letzte Resident Evil 7. Ja, das war zwar cool mit deiner Baker-Familie, aber irgendwas mit Resident Evil nicht mehr viel zu tun hat. Und in Remastered, ich weiß nicht, ob die Resident Evil 2 war gemacht. Nee, noch nicht. Die erste, ja. Ja, das der erste gibt's, der ist auf der 360, ja, ja. Das ist ein von meinem Abonnent, liebe Grüße zu ihm, der Chris von Gaming. Die Grüße gehen an dich raus. Oh, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Aber verstehen. Ah. Schaut ja das sich auch an, diese Let's Play. Ja, wenn das ist kein Let's Play. Ja, Retro. Nee, aber diese kurze Let's Play. Ich höre Retox. Weil der hat auch die Resident Evil Remastered gespielt. Ja, das ist auch richtig cool. Das hole ich mir auch mal auf der 360 und spiel's wieder. Ja, und jetzt ich bin auch gespannt über ein neues Spiel, der jetzt gerade rausgekommen ist. A Way Out. Ich weiß nicht. A Way Out, aber ja. die Kritik soll schlecht sein von dem Spiel. Ehrlich? Aber 79 habe ich gesehen, irgendwas. Wertung ist schlecht.
Hat die Wertung 79? Okay, wir haben es gepackt. Wir sind in der Polizeistation. Ui. 79 finde ich okay für ein Spiel, oder? Nee. Also du kannst auch nicht 100% bekommen mit einem Spiel. Ja, aber vielleicht ist es auch nicht so schlecht. Also ich gucke mir dann auch mal ein paar Videos an. Die ja, ist das Öl rausgekommen, oder? Rocket Beans TV, die spielen sie auch. Dann gucke ich mir es dann mal an. Ist das Öl rausgekommen, oder? Der Spiel? Heute? Weiß nicht. Aber das kommt erst noch raus. Ich weiß auch nicht. Ach, heute, du musst, kannst jetzt eine Sache holen. Ja, nee, aber. Heute ist ja, wo wir das aufzeichnen. Die 23 schon. Dann ist ja das Spiel schon lang draußen. Ja. Heute haben wir den 23. März immer noch. Wir tun ja alles vor aufzeichnen. Und da bin ich auch gespannt mit Far Cry 5. Ich weiß nicht, macht ihr das auf ihrem Kanal, Far Cry 5? Nö. Ist nichts geredet. Wir müssen doch irgendwann Musik auf Mana fertig machen. Okay. Vielleicht ich auch der Podcast dann noch. Ja, hoffentlich. Irgendwann noch fertig. Aber gut, wir sprechen über die Zukunft. Vielleicht kommt der in Zukunft. Leute, du langst voll vom Thema ab. Wir sind doch bei Resident Evil 2. Ja, gut. Was redet man jetzt von dem Podcast und von der Welt? Ja, das ist unser Programm gemacht. Ich will doch das Spiel jetzt doch ja präsentieren. So, jetzt haben wir gar nichts gesehen. Da ist eine Schreibmaschine. Da. Doch, haben wir gesehen. Das kann man ja, jetzt haben wir gesehen, aber ich habe es nicht erklärt. Oh. Ja, da ist eine Schreibmaschine, eine alte Schreibmaschine. Ja, und da könnte man speichern. Ja. Da habe ich ein Inkribben, ein Farbband, habe ich geholt. Ja. Man kann nur mit einer Farbbinder speichern. Und da habe ich ihn gespeichert. Ja. Bei der Trainingsphase. So. Ja. Da gibt es jetzt da noch einen Computer. Ja, da muss man noch mal aktivieren. Ja, ist schon aktiviert. Verschließe Flurtüre. Türe aufschließen mit der Schließkarte. So, die Schließkarte weiß ich auch, wo die gibt. Die holen wir uns mal. Wir sehen mal noch einer, der Will Smith. Ja, das ist nicht der Will Smith. Das ist der sieht aus wie der Will Smith. In dem Zeitpunkt, ich glaube nicht, also Will Smith war schon bekannt. Ja, natürlich. Oh. Ja, Prinz von Bel-Air. Und ja, ich glaube, da ist auch schon Man in Black Hummer der erste Teil. Er ist für mich erstmal groß bekannt geworden, der Will Smith, mit Bad Boys. Das ist. Ja, dann war er da auch schon los. Wo das Spiel rausgekommen ist, wird es auch Bad Boys geben, schon lang. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich muss gucken, ob die da tun. Da ist er, der Will Smith. Der sieht aus wie der Will Smith. You must be the new guy. Oder der sieht aus so wie im GTA... Ja, tut mir leid. Achtung, jetzt kommt's. Im GTA 3 war auch so welche Charaktere. Ja, mal willkommen ins Feuer, müssen wir absagen. What happened? Wegen Zombies, das passiert mir auch immer. About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Hang in Don't there. Don't worry. Halten Sie durch. Just rescue the survivors in the other room. Das ist die Notfall unter 12. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Oder bedroht mich mit der Waffe. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. Just hold on. Ja, halten Sie durch. Ich komme wieder zurück. Ja, irgendwann! Irgendwann kommen wir zurück, ja, aber das erleben wir nicht mehr. Wir stellen nur das Spiel vor. Ja. Was mich impressioniert immer in diesem Spiel, das sind die Dekor. Die Dekor sind richtig geil. Dekor? Ja. So spricht man schon Rätsel, Patrick. Die Atmosphäre. Ah, red doch Deutsch. Ja, die Atmosphäre. Die Atmosphäre, ja, die ist wirklich klasse, auch mit der Musik. Die Umgebung. Jetzt haben wir die Karte gekriegt. P
blaue Karte. Und da gehen wir jetzt an den PC. Ja. So, da sieht man auch die Karte. Das haben wir bis jetzt entdeckt. Nicht viel. So, jetzt gehen wir an den PC und schließen die Türe auf. Und Lebe hast du keine für den Moment. Doch, kriegst du gleich. Gleich immer mit der Ruhe. Wollen Sie den Computer benutzen? Jawohl! Türe aufschließen. Ja, mit die blaue Karte, ja, das kenne ich noch. Klick. Klack. So, wer das Video bis jetzt so weit geguckt hat, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr für Erinnerungen an Resident Evil habt. Findet ihr auch den zweiten Teil wie ich am besten oder ist vielleicht sogar der Dreier für euch der liebste oder... Ja, das sind alle... Oder der Einser. Alle Geschmackssachen. Also ich finde Zweier ist einfach klasse. Es macht jetzt schon wieder richtig Bock, das Spiel. Es ist einfach top, top, top. Zählt auch eins zu meinen Lieblingsspielen. So, alles nehme, alles nehme. Nee, ich brauche noch Platz. So. Ah, die Farbe waren absolut weggemacht. Das brauche ich ja nicht. Okay. Nichts außergewöhnlich zu sehen hier. So, jetzt kommen noch eine coole Szene. Oh, das sehe ich am Fenster. Ja, ich weiß, das ist der Monster. Und der wacht auf dich. He's waiting for me. Und das habe ich gemeint, dass du kommst noch um diese Stelle. Das ist eine coole Kameraeinstellung, oder? Ja. Damals selber, das war der Hammer, das war der Burner. Ja, kannst du auch Leben nehmen, oder? Brauche ich jetzt noch nicht. Ja, weil der Monster kommt bald. Das muss mich ja erstmal zweimal noch lecken. Ach, die Rendergrafik, der Hintergrund sieht auch toll aus. Ja, ja. Ich finde, das Spiel sieht immer noch gut aus. Blut! Oh oh. Das ist eine coole Szene. Ja, Achtung, ne? Du hast auch nicht mehr so viel Leben. Ja, ich hab dir gesagt. Ja, das mache ich doch extra gemacht. Sag's ja, da kann mich noch zweimal kratzen. Ja, lass mich doch gehen. Ja, der geht spazieren jetzt. Da vorhin hätte ich ihn gepackt. Oh, und jetzt warum kommst du jetzt da dran? Ja, wollte ich doch gar nicht, ich wollte doch mehr schießen. Ich krieg doch die X-Button. Ah man, vorhin hat es besser geklappt. Ja, irgendwie die Auto... Du triffst ihn nicht? Ah, jetzt. Jetzt ist er kaputt. Aber lieber, der hat dich auch Leben gekostet wieder. Nimm lieber das grüne Kraut. Ja, sehr wichtig auch. Für Gesundheit. Und jetzt musst du wieder zurück zu die Schalter, oder? Nein. Wie nein? Für das andere hätte ich doch ein Kabel gebraucht. Das habe ich noch nicht. Okay. So, aber da wollen sie nicht durchspielen, die Zeit geht jetzt auch langsam ja, wieder vorbei. Kann man noch 10 Minuten machen, ist doch kein Problem, oder? Hopp, machen wir noch 10 Minuten. Du hast Lust. Das geht so 40 Minuten dann. Ja, mach doch nichts. Ja, so lang, das ist dann die längste Retro-Retox-Folge. Das mach doch nicht. Nee, da war noch schon lange gewesen. Und Retro-Retox. Machen wir 40 Minuten, hopp. Machen wir noch 10 Minuten. 40 Minuten machen. Ja. Jetzt war ich schon bei der Wartmoderation, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ja, weiter spielen. Ja, aber wir müssen ja auch schon was erzählen, wir können nicht noch spielen. Oh wei. Jetzt kriegst du Besuche. Da sind viele Zombies, die will ich... Nein, nein. Er will das nicht kämpfen. Nein. Vielleicht wir gehen nochmal zurück und speichern. Aber 40 Minuten brauchen wir nicht zu machen. Ja, wie du willst. Alles. Mach doch nicht. Ich lade das früh hoch und. Weil jetzt passiert nicht viel.
Naja, jetzt kommt es halt mit Rätsel. So, jetzt muss man alles, das Haus, das Polizeirevier durchsuchen. So, ich stelle mich da ans Rednerpult. Ja, und machst du eine Rede für uns alle? Ich halte eine Rede, so. Ich bin Leon. Hui. Ne, du bist Milsi. Ja, der, aber der, das ist doch der Leon. Da halt jetzt eine Rede. Wir bedanken uns jetzt schon mal für die super Kommentare. Peng. Und geben einen Daumen hoch. Ja, natürlich. Peng. Ja, aber die Munition. Die können wir jetzt alle verballern, weil wir. Wir spielen sie nicht durch. Okay, dann wissen wir. Aber ich wollte sie irgendwann. Du willst ich habe schon Gruselstunde gemacht mit Milzi. Hätte ich immer gemacht, Silent Hill. Ja. Aber es klappte leider nicht jetzt im Moment. Vielleicht kommt dann irgendwann die nächste Gruselstunde. Das wollte ich hier Resident Evil 2 machen. Ja, gut, aber. Aber jetzt im Moment hast du ja keine Zeit. Du machst ja dann Schule. Ja. Und Schulung ist auch wichtig, weil. Vielleicht können wir irgendwo Endsonntag mal irgendwann mal ein bisschen einplanen. Sehen wir mal. Sonntag, ja, aber nur mittags, weil, ja. Weil abends muss ich früh im Bett gehen. Ah ja, klar. Das ist auch nicht mehr die Zeit, wo ich kann alles mitmachen. Aber das ist jetzt am Rande. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ah, vielleicht bei dir klappt es ja, auch. Ja, jetzt Thema Wechsel, Abmoderation. Okay, Patrick, du bist ein schlechter Moderator. Nein, ich bin kein schlechter Moderator. Aber ich muss auch immer Unterhaltung geben und alles. Ja, das war jetzt keine Unterhaltung. Das muss auch ja, bleiben. Das ist auch über deine Zukunft für den Moment, meine Zukunft. Ja, wie das aussehen, ich das muss auch jetzt gerade sagen. Ich fange am 9. April an Umschulung. Ja, die hast du schon gemacht, wo das Video hochgeladen wird. Ja, aber nee, das habe ich nicht gemacht. Und wie gesagt, ja, das wäre auch sehr. Nicht so viel, wirklich so wieder viel passieren auf die Kanal. Gut, ja. Ein Video am Tag versuche ich zu hochzuladen, aber dann am Wochenende kommt bestimmt noch mehr, aber ich könnte auch mich nicht so teilen, in vier Teile oder so. Ja, das funktioniert nicht. Magst du noch ein Infovideo, werde ich machen. Ja. Will ich extra Infovideo machen. Werde ich auch so, machen. Das war jetzt wieder eine super tolle, geniale Folge Retox. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mit dem PlayStation Blog haben wir angefangen. Ja. Mit Resident Evil 2. Ja. Eins der besten Horrorspiele, denke ich. Nach Silent Hill. Ja, nach Silent Hill, ja. Könnte man auch so sagen. Ja. Ja. Wo ich lieber sage, Resident Evil 2 ist für mich immer noch das Beste. Richtig, für mich auch. Aber ich habe noch welche, die haben noch mich auch gerade gesagt, die Woche, dass die haben Splinter Cell auch immer sehr geil gefunden auf PlayStation. Da vielleicht könnte man auch was machen. Aber ich weiß nicht, ob das auf der Insta rausgekommen ist. Splinter Cell doch. Das war auf die erste gekommen. Kenne ich aber nicht. Ja. Egal. Metal Gear Solid ist das. Splinter Cell. Ja, es gibt Metal Gear Solid und Splinter Cell. Das sind zwei verschiedene Spiele. Okay. Und jetzt hat der PlayStation-Blog, also was ich noch machen wollte, ist dann Tomb Raider zum Beispiel, Nightmare Creatures, okay. Skull Monkeys, das ist ein fremdes Spiel und ein ganz witziges Geheimspiel, was ich dann nicht verrate. Vielleicht packen wir das noch, jetzt habe ich auch kurz schon vier Folgen gespoilert. Ja. Vielleicht kommen sie, vielleicht nicht, vielleicht war das auch die letzte Folge. Weiß ich nicht. Nee, aber... Wie gesagt, aber Retro-Retox, also Menschen, viel Folge gedreht. Ja, gut, aber die dritte Staffel. Aber jetzt egal, wir schweifen wieder ab. Die dritte Staffel wollten wir auch mehr produzieren, aber. Wir haben doch schon viel produziert. Jetzt ist auch leider. Viel Sache. Also, wir bedanken uns erst einmal. Ja, auf jeden Fall. Daumen hoch. Und Dankeschön. Ja, schau nach bei MML Production vorbei. Da. Ja, ich hoffe, das kommt auch mehrere Sachen bei euch. MML Production, Barretox, sowieso. Weil ich muss sagen, dass auf ihrem Kanal, das ist alles super, aber auf einmal sieht man manchmal. Ruhig. Wir schweifen schon wieder ab. Patrick. Aber auf jeden Fall schaut ihr vorbei bei MML Production. Und nochmals danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich wünsche euch eine gute Nacht, frohe Weihnachten, schöne Ostern, schöne Pfingsten. Ja. Und schöne. Sommerurlaub, Sommerferien. Schön nostalgisch bleiben. Ja, und wir sehen uns noch.
Tschüss. Warte mal, Leon darf noch einmal schießen. Ja. Jawohl, der hat noch einmal geschossen. Tschüss. Tschüss.